Sie haben mir bestätigt, dass es definitiv an mehreren Punkten innerhalb des Vertrages gelegen hat und nicht am Medizincheck. Sie konnten sich halt nicht einigen. Es war nicht nur ein Punkt, wie es dann veröffentlicht wurde bezüglich der Bildrechte. Das war auch ein Punkt, aber es gab noch mehrere Punkte und am Ende ist man nicht zusammengekommen. Wir haben letzte Woche wirklich ein überzeugendes Spiel geliefert, haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und ja, entsprechend auch einen sehr souveränen Sieg eingefahren. Das tat den Jungs sehr gut, das hat Selbstbewusstsein gegeben. Jetzt aber steht uns ein komplett anderes Spiel vor der Brust, ein Gegner, der in der Vorbereitung sehr erfolgreiche Spiele absolviert hat. Dann werden wir sehen, inwieweit die Jungs die Leistung auch von der letzten Woche bestätigen können. Die Messlatte war schon mal hoch, aber das ist auch gut so. Und trotzdem geht es immer nur darum, das Allerbeste zu geben. Das erwarte ich von meinen Jungs am Samstag. Ja, ich erwarte an jeder Trainingseinheit von jedem Einzelnen Vollgas, weil nur dann ich das auch am Wochenende auf dem Platz geben kann. Und das war mir ein bisschen zu wenig. Ja, gerade wenn ich weiß, ich laufe bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auf, umso mehr, dann brenne ich auch im Training und das war in wenigen Augenblicken mal der Fall und dafür bin ich ja da, das auch anzusprechen und anzumerken und nicht durchgehen zu lassen. Um das mal klarzustellen, ich habe ihn mit Sicherheit nicht bloßgestellt oder maßgeregelt, darum geht es gar nicht. Es geht bei uns immer um die Sache und wenn mir etwas auffällt, dann habe ich auch gesagt, dann sind mir die Namen auch relativ wurscht.